Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, mein Name ist Jan. Wenn du wöchentlich neue Dinge über das Filmfotografieren lernen möchtest, solltest du unbedingt ein kostenloses Abo dalassen. Aber fangen wir an mit dem Thema. In diesem Video zeige ich dir, wie du eine möglichst schnelle und auch noch elegante Transition machen kannst, um zum Beispiel einen Ort zu wechseln. Und dafür fangen wir direkt an im Schnittprogramm. Wie du sehen kannst, habe ich hier schon ein kleines Video vorbereitet. Das ist das, was du bereits am Anfang schon gesehen hast. Aber die Transition müssen wir nun noch machen. So, das heißt, wir gehen am besten erst auf den letzten Frame und dann würde ich das so machen, dass man die Transition ungefähr, also wenn du das jetzt auf 25 FPS hast, dann würde ich die Transition ungefähr so 5-6 Frames lang machen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 und dann machen wir vielleicht noch einen sechsten. Weil dann sieht man schon, dass das Loch hier relativ klein ist, auf das wir zusteuern. Also das hier und ich finde, da passt es eigentlich voll von der Größe. Hier jetzt ungefähr in die Mitte, gehen wir mal ungefähr so hier hin. Und dann male ich eine Maske, nachdem ich den Layer natürlich ausgewählt habe. Musst du eine Maske malen und die dann ungefähr auf die gleiche Größe machen. Natürlich werden wir hier jetzt Subtract, damit auch das subtrahiert wird quasi, was hier drin ist. Und dann musst du auf Maskenoptionen gehen und einmal den Pfad auswählen und die Smoothness. Genauso wie die Expansion, also wie weit oder nah es außerhalb davon gehen soll. In dem Fall müssen wir jetzt noch ein bisschen reingehen, damit das auch so ungefähr passt und die Fässer mache ich, weil das jetzt Full HD ist, ungefähr so auf, da wir noch nicht so weit weg sind, machen wir mal auf 10. Dann müsste es eigentlich auch passen, so sieht es eigentlich schon relativ natürlich sogar aus. Und wir haben jetzt hier die ganzen Keyframes. So, und dann gehen wir jetzt noch ein bisschen weiter nach hinten, also quasi ein bisschen weiter am Anfang vom Video. Ungefähr so, und das müsste dann auch eigentlich reichen. So, wir machen Doppelklick auf die Maske, dann können wir die auch verschieben. Und ungefähr so mittig dann. Und wir machen die Expansion etwas runter, damit das hier wieder mit dem Loch passt. Wir können auch mal reinzoomen. Und dann noch ein bisschen hier die Feinjustierung machen. So ungefähr. Und ich würde auch noch die Fässernis etwas rausnehmen. Beziehungsweise die ist jetzt auf 0. Und wir hatten hier gar nicht eingestellt, habe ich ein bisschen verklickt. Das heißt, wir gehen hier jetzt einfach auf 10 und hier vorne machen wir mal 2. Und jetzt lädt das kurz. Oder auch nicht, weil es einfach schon scharf war. Perfekt. Und man sieht schon, es ist relativ smooth. So, und das war's eigentlich schon. Jetzt können wir uns nochmal angucken, wie es zum Schluss aussieht. Achso, das wir natürlich nicht vergessen dürfen. Quasi auf den ersten Frame, bevor die Bewegung anfangen soll, müssen wir die Maske auch einmal entfernen, denn dann soll ja noch nicht subtrahiert werden. Man könnte auch das ganz doll runterdrehen, aber ich finde, so ist es mit am einfachsten. Und außerdem können wir jetzt noch von dem unteren Clip die Größe, einmal haben wir sie hier auf 100%, und hier können wir die auch ein bisschen weniger runter, also hier ein bisschen weiter runterdrehen. Genauso wie mit der Position können wir auch arbeiten. So, jetzt nehmen wir beide Parameter hier einmal hin. Weil das ist ja quasi unser Endwert. Und können hier mit der Position ein bisschen runtergehen. Und so rein. Dann können wir jetzt noch einen kleinen Easy-Ease-Effekt machen. Das machen wir, indem wir das auswählen und einfach F9 drücken. Dann ist die Animation ein bisschen smoother. Und so sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Aber was noch fehlt, ist natürlich Motion Blur. Dafür klickt ihr hier drauf. Und wenn ihr das nicht seht, müsst ihr hier... Ach genau, ich habe jetzt beides aktiviert. Aber wahrscheinlich ist bei euch nur eins von den beiden Sachen aktiviert. Und dann könnt ihr einfach hier drauf klicken. Dann ändert sich das hier auch. Und dann müsst ihr bei diesem Motion Blur Zeichen einfach bei den beiden Clips den Motion Blur aktivieren. Und dann ist einfach diese Tiefenunschärfe, also nicht Tiefenunschärfe, da ist einfach so eine Bewegungsunschärfe dabei. Und das ist auch schon das Endergebnis. Wenn man möchte, kann man das hier auch noch so ein bisschen einfaden lassen. Das heißt, dass wir hier den Layer einfach duplizieren. Bei der unteren Ebene nehmen wir die Maske komplett raus. Arbeiten ein bisschen mit der Opacity, also mit der Deckkraft. Die ist hier natürlich erst noch bei 100. Und dann meinetwegen 2 später ist sie dann bei 0. Und dann ist das auch nochmal alles ein bisschen smoother. Und jetzt seht ihr nochmal das Endergebnis.
Das war's auch schon mit dem Video und ich hoffe, es hat auch bei dir geklappt. Wenn du jetzt noch mehrere Transitions kennenlernen möchtest, kannst du mir gerne ein kostenloses Abo da lassen, denn auf meinem Kanal stelle ich mir immer mal wieder Transitions vor und wie man diese auch macht. Also wenn du daran interessiert bist, unbedingt hier auf den Abo-Button klicken. Außerdem würde ich mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal und ciao!